Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mondmagie am 9. Juni 2018. Apollo, der Sonnengott, besucht gerade die Tierkreiszeichen Zwillinge. Der Herrscher über diese Tierkreiszeichen ist Hermes, der Götterbote. Und Hermes empfängt hier Apollo, die Sonnengott. Das bedeutet für die Zwillingsgeborenen, wichtige Gespräche zu führen, mehr Klarheit, mehr Orientierung, auch klärenden Gesprächen. Aber es kommt ein Einfluss von Hades. Und Hades ist das Unbewusste, herrscht über unserem Unbewusste und gibt uns ein Signal, wir sollen intuitiv diese Gespräche führen oder wir sollen an unserem Gefühl achten. Hades vermittelt auch nochmal etwas. Etwas beenden, kündigen, loslassen und das handelt sich mit Gesprächen. Es ist kein eindeutiges Signal, sondern die Überlegung, wie sollen wir umgehen, was die Gespräche dieser Kommunikation betrifft. Es kann ein guter Einfluss sein, was stärkt die Zwillingsgeborenen und stärkt auch die Steinbockgeborenen, ein klärendes Gespräch, eine wichtige Nachricht, einen wichtigen Termin. Aber es fühlt sich unsicher an und es sollen die Zwillingsgeborenen, aber auch die Steinbockgeborenen überprüfen. Welche Nachricht kommt? Entspricht das wirklich die Wahrheit? Sollen wir diese Gespräche führen? Führt das wirklich zum Klarheit, zum Orientierung oder das verunsichert eher? Oder diese Gespräche sind ein Hindernis? Dann ist es besser, eine klare Entscheidung treffen und diese Kontakte abbrechen oder schweigen und keine weiteren Gespräche führen. Hier treffen Entscheidungen die Zwillingsgeborenen und die Steinbockgeborenen. Dieser Einfluss, was die Kommunikation betrifft und die Wahrheit und Klarheit, das hat einen sehr guten Einfluss auf die Wagengeborenen, einen sehr guten Einfluss auf die Wassermanngeborenen, aber auch wirkt vorteilhaft bei Wiedergeborenen und auch bei Löwengeborenen. Wo hier achtsam sein sollen, das sind die Schützengeborenen. Das heißt, die Schützengeborenen sollen nicht nur warten oder jemand warten lassen, sondern wichtig, dass sie aktiv sind und die Gespräche suchen, weil sie sind sehr wichtige Kontakte und somit kommen die Schützengeborenen in Gleichgewicht. Eine Liebesenergie herrscht bei Krebsgeborenen, bei Fischengeborenen und auch bei Skorpiongeborenen. Diese Liebesenergie fließt ganz schön bei den Stiergeborenen und bei den Jungfraugeborenen. Und bei den Steinbockgeborenen spiegelt das etwas und das bedeutet für die Steinbockgeborenen nicht nur warten und Erwartungen stellen, bis der andere Gefühle zeigt, sondern es ist wichtig, aktiv sein, offen zu sein oder Gefühle zeigen, weil so kommt die Harmonie bei der Liebepartnerschaft und das trifft die Steinbockgeborenen. Eine Richtung Heilung. Das ist die Richtung gerade bei den Wiedergeborenen. Entweder kommt Verbesserung bei einer Krankheit, kann auch bedeuten, dass etwas kränkt, die Wiedergeborenen, und da finden die Wiedergeborenen gerade die Lösung, kann auch bedeuten, dass bei einem oder anderen, das ist die berufliche Richtung, und da werden einige Wiedergeborenen aktiv sein und die Berufung leben. Kraft und Mut haben gerade die Wassermanngeborenen auch tolle Ideen und sie werden das in Tat umsetzen. Sie geben Kraft ab.
bei den Wagengeborenen und auch für die Zwillingsgeborenen. Und diese Kraft verspüren auch die Wiedergeborenen und auch die Schützengeborenen. Einen inneren Gleichgewicht und Ruhe, damit alles in Kraft bleibt, darauf sollen die Löwengeborenen achten. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Widder. Mond vermittelt uns heute eine wichtige Botschaft, der Tor zum Himmel. Und das spüren wir im heutigen Tag, die Bedürfnis nach Meditation, ein Gespräch zum Gott oder die Suche nach Gott oder die spirituellen Weg aktiviert gerade die Mondbewegung. Und weil das die Tor zum Himmel ist, wir haben einen Himmelsstein und das ist nichts anderes als Lapis Lazuli. Und deswegen habe ich diese Kette an. Das ist auch der Stein Lapis Lazuli, die Halbedelstein. Und dieser Halbedelstein Lapis Lazuli schenkt uns Kraft und Mut und Optimismus und Klarheit, hilft bei Meditation, begleitet uns im spirituellen Weg, öffnet den Tor zum Himmel, hilft auch bei Liebe, Partnerschaft, aber auch bei Freundschaften. Dieser Halbedelstein Lapis Lazuli sollen wir mit Hämatit entladen, das heißt, über Nacht in eine Schüssel geben mit Hämatit, dann wird das entladen und wir können mit Sonnenkraft aufladen. Immer darauf achten, in welchen Tierkreiszeichen die Sonne bewegt. Gerade bei Zwilling bedeutet mehr Leichtigkeit, Kommunikation, Gespräche, Kontakte, Bewegung, Neuigkeiten. Das sind die Themen, was die Sonnenkraft übergibt in diesem Halbedelstein. Wenn wir mit Mondkraft aufladen, dann ist wichtig bei Neuanfang, bei Heilung, das ist gerade die Wiederenergie, was in diesem Halbedelstein dann fließt durch den Mondkontakt zu diesem Stein, wenn wir mit Mondenergie Lapis Lazuli aufladen. Mond bekommt einen Einfluss von Alpberg. Diesem Stern, Alpberg, verbindet die beiden Fischen miteinander, aber wirkt in diesem Bereich wieder, wo sich gerade die Mondbewegung ist, weil die Tierkreiszeichen, die verschmelzen sich miteinander. Und diesem Alpberg hat eine wichtige Funktion, die Verbindung. Und das hat auch eine Botschaft, wir sollen die Verbindung suchen, in die Liebe, Partnerschaft, ein Entgegenkommen oder Versöhnung oder Freundschaften zum Pflegen, familiäre Verbindungen pflegen, aber auch Verbindung zum Gott, dieser Tür zum Himmel zum Öffnen. Und wichtig ist auch noch darauf achten, was die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt. Das sind zwei verschiedenen Fischen in zwei verschiedenen Richtungen. Die eine zeigt uns das Glauben, das Vertrauen, das Wasserelement trägt uns und dass wir in diesem Glauben auch bleiben, auch die Verbindung zum Gott, zum Spiritualität, zum unserem Intuition, zum unserem Träume und auf diesem Vertrauen bleiben. Die andere Richtung, wenn wir Angst haben von Leben, natürlich, dann fühlt sich das so an wie großen Wellen und damit diesem Ozean sollten wir bewegen. Natürlich ist das anstrengend und die Angst ist noch größer, das zieht uns nach unten. Und Alpberg vermittelt uns eine Botschaft, wir sollen auf die Richtung gehen, wo wir die Vertrauen haben. Und das war diese Mondmagie, was noch sehr wichtig ist. Am 21. Juni ist Sommersonnenwende. Und ich wünsche, dass die Sonne scheint, dass eine Wende gibt in eurem Leben. Und aus diesem Grund mache ich ein Wunscherfüllungsritual als Dankeschön für euch. Es kostet nichts. Ihr habt auch keinerlei Verpflichtungen und ihr könnt an diesem Ritual teilnehmen. Schreibt eure Wünsche auf. Ich werde das mitteilen
Also ich werde die E-Mails beantworten. Wann sollt ihr auf den Wunsch denken und dann loslassen? Und wann beginnt dieses Ritual, damit wir energetisch miteinander verbunden sind? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Bitte dazu schreiben Wunscherfüllung oder Wunscherfüllungsritual oder Sommersonnenwende und ich nehme euch alles auf diesem Wunscherfüllungsritual. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.